Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind neben unserer Basis in einem schönen Gebäude. Wir haben immer... Übrigens, das können Sie mal ändern. Das ist inakzeptabel. Nur fürs Protokoll. Die Dinger hier können wir mitnehmen eigentlich. Das ist Hopfen, den wir abbauen können. Gibt 3 Hopfen. Wir haben ja vom Land leben, deswegen bekommen wir hier wirklich sehr gut Hopfen raus. Die nehmen wir einmal kurz mit. Da haben wir... Ja, Mais könnte man theoretisch auch mitnehmen. Aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben, aber... Nein, weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Zumindest im Moment noch nicht. Für die Horde dann vielleicht, wir haben jetzt Tag 6, 14:45 Uhr. Ich komme irgendwie verdammt, also so richtig, richtig krass gut vorwärts. Wir haben den Schwierigkeitsgrad erhöht, seit der letzten Folge bereits. Haben 2 befallene Missionen in der letzten Folge gemacht. Das ist jetzt die 3. befallene Mission, die wir machen an diesem einen Tag allein schon. Stufe 2er Gebäude, aber weil befallen Stufe 3er Quest. Der Loot ist krank. Gut, es ist tatsächlich mit diesen, mit den 2 schnellen Zombies war es jetzt schon ein bisschen anspruchsvoll. Ja, okay, aber schön. Ja, okay, wir haben Fleisch ohne Ende. Wir haben die Machete bekommen in der letzten Mission. Sieht sogar ganz geil aus. 52 Fleisch, cool. Läuft bei uns. Jetzt bräuchte man wieder ein paar Eier für Eier mit Speck. Aber wir kriegen auch weitere Kochrezepte, wo wir das Ganze verarbeiten können. Oh, das war jetzt tatsächlich ein bisschen überraschend, aber das war ganz gut. Also ohne Knarre gegen 3 Eber mit einem Baseballschläger, da ziehst du eigentlich den kürzeren. Ohne Probleme. So, ein Nahrungsmittelbüchlein, sehr hübsch. Ein Lämpchen. Hier kommt wieder übrigens, wenn man die mitnehmen müsste, wieder dies rauskommen, oder? Ja, genau. Ach, guck mal, wir kriegen sogar 7 Maissamen, okay. 8 Maissamen haben wir jetzt rausbekommen. Bauen wir überhaupt das Zeug ab? Maispflanze, ja, kriegen wir Maiskolben. Ach komm, wir machen es schnell. Ich meine, das ist wie, wir bauen es ja auch an, das ganze Zeug extra. Die hier übrigens bringen nur Pflanzenfasern, die hier nicht, also die verdörrten. Bringen nur die Pflanzenfasern. Bin mal gespannt. Bringen wir hier Hund vielleicht jetzt? Zombiehunde wären kacke. Das ist genauso wie diese Wildschweine. Die sind halt krass schnell und machen würde ich jetzt gut Schaden an uns. Ich meine, wir haben jetzt 61 Leben nur noch. Wir sollten auf jeden Fall mal noch einen Verband vielleicht nehmen. Damit wir noch ein bisschen Leben kriegen. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn die uns treffen. Wir haben uns in letzter Zeit wenig getroffen. Aber wenn sie uns treffen, machen die halt echt gut Schaden. Ach, hier kommen... Wieso sind hier eigentlich keine Schweine drin? Das würde viel mehr Sinn ergeben. Das Protokoll. Wir haben Samen ohne Ende. Hühnerstall. Das gehört auch noch dazu, oder was? Oh Gott. Okay, verschlossen. Entriegeln. Ein Hund. No. Vogelnester. Wir werden mal immer wieder Vogelnester mitnehmen. Ich werde jetzt aber nicht speziell auf... Aufgeschlossen. Ich werde jetzt aber nicht speziell auf Vogelnester gehen. Wenn wir über welche drüber laufen, es sich anbietet, nehmen wir die mit, aber nur, wenn es sich anbietet. So, da geht's hoch. Haltet immer nach Kerzen, Fackeln Ausschau. Die weisen euch so ein bisschen den Weg. Das ist so die Wegfindung des, des Games. Geschlossen. Okay, das kam überraschend. Au. Okay. Okay, okay, okay. Wie schlecht kann man zielen? Ich so, ja, bitte. Okay, er ist nicht explodiert. Ja, 84 Leben. Okay, unsere Infektion ist nach wie vor im Ausheilen. Holla, die Waldfee. Das waren wieder viele. Das waren wieder sehr viele. Und dann auch, das war fies. Verschlossener Schrank, wo du denkst, okay, ist dann wirklich einer drin? Ja. Und dann der dicke Polizeizombie natürlich auch noch. Da oben sind sie auch durchgebrochen. Selbstverständlich. Oh, Feral. Also eher nicht, aber der andere. Alter. Rüstung schwach. What the hell? Ausdauer, 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 Ausdauer. Gut. What? Oh, blaue Beutetasche unberührt. Da ist besserer Loot drin, wie in den gelben. Erntewerkzeug.
Okay, es sollte besserer Loot drin sein wie in den gelben Boxen. Weil das von den dicken, schweren Zombies ist. Alter, zwei Polizeizombies schon. Okay, was? Rüstung schwach. Oh ja, wir müssen reparieren. Aber reparieren müssen wir mit Repair. Okay, wir müssen unbedingt Repair Kits herstellen. Holla, die Waldfee. Okay, hier geht's weiter. Ob es jetzt was ordentlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da nochmal so viele Zombies drin sind. Um ehrlich zu sein. Okay. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Alter, wie viele sind das? Drei. Okay. Es wird anspruchsvoller. Auf jeden Fall. Boah, 51 live. Okay, das kostet uns jetzt ein bisschen was. Wir müssen uns ein bisschen hochheilen. Die Verbände heilen uns halt auch ein bisschen hoch. Aber drei nochmal. Oh ja. Und das ein Pharaoh ist. Okay, einmal für Medizin, einmal für die Erntewerkzeuge. 32 von 100. Speer. Ja, wir lernen es, aber wir werden nie mit Speer spielen. Das ist die Frage. Barrel oder nicht Barrel? Okay, eh noch. Den andere. Oh, Feral. Ein Feral ist dabei. Komm her. Ist das dein Ernst? Wie viele von diesen Polizeizombies sind hier? Deswegen war es so grün. Ich habe mich schon gewundert. Es gibt ja auch diese grünen Zombies. What the hell? Okay, das ist eine krasse Nummer. Das ist eine krasse Nummer im Gegensatz zu den anderen zwei. Also wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja zwei. Oh, jetzt sind wir reingekommen. Haben wir ja zwei Befallenen festgemacht auf Stufe 3, genauso wie dies hier auch. Aber da waren im Gegensatz, hier sind halt die Zombies millionenfach krasser gerade. Holla. Und wir sind noch nicht mal im Keller. Da haben wir einfach nur Glück wahrscheinlich, was da so gespawnt ist. Kommt mir zumindest so vor. Säubere Gebiet haben wir noch. Holla, die Waldfee. Okay, verschlossen. Ganz kurz, 14. Können wir auch gleich mal nachladen. Aber es waren immerhin noch keine Hunde da. Versuchen wir es mal krampfhaft positiv zu sehen. Die Katze im Vordergrund, wie geil. Okay, Sand brauchen wir nicht unbedingt, kriegen wir genug. Okay, dich habe ich gesehen. Concrete. Ah, Concrete können wir zum Beispiel. Ah, guck mal hier, diese. Bin mal gespannt, wenn wir die erste Quest haben, wo wir Feuer abstellen müssen. Oder das erste Gebäude haben, wo wir Feuer abstellen müssen. Vor lauter Panik. Barrel dabei? Nö, oder? Die Ferralen sind halt scheiße, weil es so schnell ist. Okay. Generator steht da noch rum. Flaschen, aber das zählt, glaube ich, nicht als egal. Die Flaschen zählen tatsächlich nur als Flaschen. Hier, da ist nichts. Da ist nichts. Werkzeugkistchen. Gebt mir doch bitte Fahrzeugbücher. Wenn wir was nicht kriegen, ist es Fahrzeugbücher. 18, danke. Ah ja, das ist die Klappe. Ah ja, jetzt ist aber, ja. Ah, und da ist der Hauptblut drin, oder? Nee. Oh, Pass and Gas, sehr schön. Hauptblut ist oben. Okay, wir haben nachgeladen, oder? Ja, wir haben beide Waffen, klar. Mhm. Oh Gott, das sind viele. Bist du auch ein Feral? Gott. Ja. Ja.
Aim. Wow. Okay. Mit ein bisschen Aim wäre es gegangen, aber ich war der Meinung, ich war sogar drauf zweimal auf dem Kopf oder so. Okay, das ist krass, was hier abging. Holla die Waldfee. Okay, dann müsste oben der Hauptblut sein. Oder? Erntewerkzeug, ein Reifen schon wieder. Dünger? Nitrat, oder? Ja. Nitrat, was wir da rauskriegen. Das nehmen wir gerne mit. Brauchen wir für den Bau für Beete. Unter anderem. Das hier nehmen wir gerne mit. Holz. Da nichts, da nichts, da auch nichts. Das hier noch. Geht zu, oder? Ja. Oh, Bücher. Okay. Medizin. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade geschafft habe, aber hey. Ach so. Okay, ich weiß, wie ich es geschafft habe. Ich bin einfach so doof, da lang zu laufen. Da kommt Mais raus. Ja, hier oben. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Einschüchterung. Bist du es satt, von schmierigen Händlern abgezogen zu werden? Wenn du mit einer gezogenen 44er Waffe handelst, machst du 5% bessere Geschäfte. Bräuchte mir erstmal eine 44er. Stufe 6. Geil. Panzerblattmod. Auch nicht schlecht. Ah, das medizinische Zeug nehmen wir immer gerne mit. Wir haben ja mittlerweile sogar Antibiotika. Was ich sehr feier. Zweimal fallen. Sehr nice. So. Okay, die Munition, ja, doch, könnte sogar hinkommen. 138? Nee, wobei 50 haben wir verschossen. Oh. Lass es mal 50 sein, die wir verschossen haben. Das hier raus. So viel war es dann doch nicht. Ein Vogelei. Jo. Wenn wir was nicht brauchen, ist es Federn. Ja, komm, ist egal. Die 10, ganz ehrlich, 10 Stück, wir brauchen davon ungefähr noch, keine Ahnung, 8000, grob geschätzt. Das ist eine sehr positive Schätzung. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben ja Fleisch bekommen, wir haben ein paar Items wieder bekommen. Klar, wir haben wieder massenweise Munition bekommen. Also wir haben nicht ansatzweise die Munition verschossen, die wir bekommen haben. Ein bisschen neblig, wir haben jetzt das 16:50, aber sie, also, ich muss sagen, die war jetzt krass. Das war viel krasser, wie alles, was wir jetzt davor hatten, was Befallene anging. Die Menge an Ferals und vor allem die Menge an dann noch dicke Ferals, dicke Zombies, Polizeizombies, die auch schon mal anstrengender sind an und für sich. Vor allem, weil sie eben auch noch explodieren, wenn du nicht genug Schaden an ihnen machst. Das war jetzt schon ordentlich schwer. So, Pound-Bogen. Eisenschaufel 3, brauchen wir nicht. Militärenschuhe 4, die wären natürlich besser wie unsere, aber für die Fertigung, glaube ich, nehmen. Compoundbogen schießen wir halt nicht. Ich habe auch nicht vor, den Bogen, also wir haben genug, wir haben so viel Munition, dass wir es nicht brauchen. Das ist das Problem. Wir haben mal Munition ohne Ende. Bis zum Abwinken. So, 41 Kopfen haben wir. Okay. Das soll das ein oder andere Bierchen drin sein, oder? Das behalten wir mal. Okay, wir nehmen die Fertigung. Achso, die Kiste. Oh! Stufe 4. Okay. Nahkampf, Lederrüstung, Motorradteile-Paket. Dart-Fallen-Paket. Zeitzünder-Munition. Nee. Nahkampf-Mods-Paket. Nee, ich nehme tatsächlich das Motorrad. Motorradteile-Paket. Teile. Kann da ein komplettes drin sein? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. 2000 Tukes bekommen wir dafür wieder. Und Stufe 4 Quests. Ab morgen. Abholen 400 Meter. Beseitige Zombies. Beseitige Zombies 400 Meter. Residence. Okay, Laundry. Oh, Bank. Simori Bank. Wir nehmen die Bank. Warum nehmen wir die Bank? Weil wir Kohle ohne Ende machen in der Bank. 1711. Direkt, was schaffen wir noch? So, wir müssen ganz kurz nach Hause. Die Quest schaffen wir noch. Dann haben wir Tag 7. Horde. Am Abend. Wir werden unsere Basis noch ausbauen, komplett. Das werden wir über die Nacht machen. Sind ja weit gekommen bis jetzt. So, einmal hier zurück. Ganz kurz. Einmal Wasser muss schon drin sein, oder? Ja, locker. Ach, guck mal, jetzt ist fast das zweite schon drin. Hatten wir nicht 3? So, einmal ganz kurz. Wir sortieren gleich wieder richtig ein.
das Ganze. So, hier rüber, darüber, darüber und kommt es auch erstmal da rein. Wir packen das dann später um. So, massenweise hiervon. Wir haben eh schon wieder 14. Okay, wir haben Tubes ohne Ende. Öffnen. Ja, Fahrzeugfertigung. War die richtige Entscheidung. 8, 9, 10. Erst. Ein Paket mit Komponenten, die bei der Fertigung eines Fahrzeugs helfen. Öffnen. Okay, Räder. Motorrad, Lenkrad. Okay. Öffnen. Erntewerkzeug. Benutzen, benutzen. Stahlwerkzeug, Qualitätsstufe 2. Okay. Ich glaube, wir können... Können wir dann schon Stahl? Klingen verbessert. Noch ein Messer, Qualität 5. Wir haben eine Machete, Stufe 4. Und Knüppel. Jagdmesser freigeschaltet, Qualität 1. Oh, nett. Und Knüppel. What the hell? Wir haben wieder Munition ohne Ende. Gut, die Autobatterie haben wir schon bessere, aber die Räder auch nicht schlecht. Oh, wir haben Hunger. Ist aber auch gar kein Thema. 50 Nahrung und Gesundheit wird wiederhergestellt. Gesundheit wiederherstellen wäre tatsächlich ganz praktisch. Trinken müssen wir auch. Und dann können wir Stufe 4... Okay, Stufe 4 Quest wird, glaube ich, interessant, oder? Wir müssen auf jeden Fall bei Chain auch weitermachen. Also, vor allem, es lohnt sich ja sogar, die Stufe 1 Mission fertig zu machen. Ich meine, du kriegst 100 Munition. 109 mm Munition. Ich finde das krass viel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit 100 mm... Ich meine, so viel haben wir jetzt in dieser Dreier-Mission halt verschossen, aber wir kriegen halt auch mehr raus, wie wir verschießen durchgehen. Also, klar, in der Horde werden wir sehr viel Munition verschießen, aber selbst wenn da jetzt, keine Ahnung, 100 Zombies kommen, ganz ehrlich, wäre mir egal. Und zwar vollkommen. Warum? Weil wir so viel Munition haben, dass wir 100 Zombies nicht mehr auffallen werden wahrscheinlich. Boah, jetzt ruckelt's die Hölle. Ich hoffe, das Game schmiert nach wie vor nicht ab. Okay, das Pharmazie-Ding neben uns ist wahrscheinlich die Hölle drin. Die Hölle auf Erden. Oh, Zeitungsstand. Moin! Haben Sie Knochen? Haben Sie noch mehr Knochen? Haben Sie noch mehr Knochen? Nee. Keine Knochen mehr? Bin enttäuscht. Noch mehr Knochen? Nee, Sand. Ich habe das für einen Zeitungsladen gehalten. So, die Bank. Ganz kurz. Ich würde gerne... Ab die ATM. Da ist ein ATM. Ich würde gerne die ATMs. Den ATM. Und mir ist auch nur ein. Einzahl. Knacken. Schnell. Geht schnell. Können ihn mal ein bisschen skillen. Dann die Quest annehmen, dann das Ding nochmal skillen. Ich weiß. Der eine oder andere wird sagen. Ich sag aber, hey. Es lächelt mich einfach an. Stufe 6. Ah, guck mal, zwei Punkte. Oh, zwei. Ah, wobei, wir haben. Nochmal zwei Punkte. Und 143 Ausdauer. Nett. Damit lässt sich arbeiten. So, wenn ein zweiter da wäre, wäre cool gewesen. Aber ich sehe nur leider nur einen Geldautomaten. Bisschen enttäuschend. Okay, 500 ist auch enttäuschend. Hör zu. Ist da ein neuer... Nee, guck mal, das gehört nicht dazu zum Gebäude. Das hier gehört dazu. So, das Ganze logischerweise nochmal. Aber das sind halt mal wieder 800 Tubes. Die wir mitnehmen, so nebenbei. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier ewig bräuchten. Es ist jetzt eine normale Stufe 3er Mission. Keine Befallene mehr. Das heißt, eigentlich sollte das jetzt mega entspannt und easy laufen für uns. Auch wenn unsere Rüstung ein bisschen schwach ist, leben immerhin 109 wieder. Der ist verschlossen. Was ruckelt ein bisschen? Ich glaube, hier sind ein paar Zombies werden schon da sein. Keine Chance mehr. Keine Chance mehr. Die Frage ist, ob wir es dann tatsächlich so machen, ob wir bereits in der nächsten, also nach der Horde, also vor der Horde auf keinen Fall, aber nach der Horde, bereits den Schwierigkeitsgrad noch eins höher hauen. Weil es halt echt richtig gut läuft. Handfeuerwaffen. Da ist nichts weiter. Hier ruckelt es halt, in der Stadt ruckelt es.
So, ATM. Ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe dich nicht vergessen, mein Freund. Und einmal noch. 100, 300 weg. Tausender. 2200. Zusätzlich. Zu dem eh schon krassen Loot. Cool. Okay. Eins nach oben. Oh, so ein größeres Gebäude. Oh, die Tasche ist aber unten. Die Tasche ist im Keller. Komm mal in den Keller. Die Tasche ist unter mir. Ah, ne. Das sah so aus, wie wenn es da runter geht. Okay, irgendwo wird es runtergehen. Ach, mit dem Fahrstuhl. Okay. Da werden wir noch hinkommen. Ja, wir kommen auch noch hin. Eine Ausdauer. Erntewerkzeuge. Alter, 36 von 100 haben wir da schon. Cool, wir haben mal wieder was anderes. Den Automaten könnte man abbauen für Stahl. Das Ding ist verschlossen. Wasser. Ganz wichtig. Das war's. Enttäuschend. Enttäuschend. Halt immer nur ein Zombie. Oh. Okay. Okay. Da war unser erster Feral. Das ist immer ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich werde. Horde? Ah, nee. Da. Boah, ruckel, ruckel. Du lebst noch. Jetzt bist du tot. Safe, klar, aufknacken. Die Wand können wir auch rausreißen. Okay. Zerleg die schon mal. Wir haben eh keinen Platz am Ende. Ich sehe es kommen. Ah, okay, das war echt Mist. Rüstungswert plus 2. Joa. Weißt du, sind wir bereits mega erfolgsverwöhnt? Kann das sein? Kommt mir das nur so vor. Moin. Entschuldigen Sie bitte. Hä? Ja. Für Müll. Ich meine, da kann auch cooles Zeug drin sein, aber müssen sich übertreiben. Ah, Waffentasche. Waffentasche ist was anderes. Waffentasche ist was anderes. Ach, guck mal, allein hier. Schlägerchen. Buckel. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ah. Aufs Dach erstmal. Geier. Vielleicht gleich wieder zwei oder so. Die Arbeiter. Ich finde nur Geierkacke. Das ist gar nichts. Ja, das lohnt sich. Sporttasche sind gut. Bei der Stadt echt die Performance-Probleme müssen sie unbedingt noch in den Griff bekommen. Schon teilweise übel. Das liegt aber wahrscheinlich jetzt, weil wir hier wirklich sehr große Gebäude im Bereich sind, wo wir uns gerade aufhalten. Das müsste der Aufzug sein, oder? Jo, war klar. Ja. Einmal nach unten. Wir hätten auch theoretisch die Tür aufsprengen können. Oder aufschlagen können. Okay. Safety first. Wieso meine Knarre jedes Mal brennt, weiß ich nach wie vor nicht. Hier war es gut. Ich habe nur einmal übrigens auf die Taste gerade gedrückt, aber okay. Dann hau halt beide Schuss raus. Okay, Generator. Barrel, oder? Ja. Feral-Zombie. Sieht man übrigens auch daran, dass die 750 Erfahrungspunkte geben. Das war ein Feral. Wir gehen erstmal hier. Ja, das ist ganz... Ach du. Oh, okay, das ist ein richtiger Feral. Okay.
Oh, das kam überraschend. Er wird noch stehen. Das ist ein richtiger Feral. Die Urform. Die halten auch verdammt viel aus, wie ihr gesehen habt. Der war überraschend. Da hinten schon der, ich glaube, da hinten ist schon der Hauptblut. Oh, nett. Die Mod lern mal. Durchlesen des Baulang. Ja, erhöht Schaden, Reichweite und Zielgenauigkeit der Waffe. Nett. Brauchen wir erst später zwar, aber nehmen wir natürlich mit. Knüppel, immer. Erstbeschläger Qualitätsstufe 4. Ich würde bei Qualitätsstufe 5 neu bauen, glaube ich. Ein Knüppel. Und Medizinbuch. Mal lesen. Weiß ich, finde die Banken. Ich finde, die Banken lohnt sich. Verschlossen. Ah, man kann die nicht zumachen. Nett. Die auch nicht. Können wir irgendwie sneaky da rein? Ah, nicht. Ein Feral dabei? Er war lustigerweise kein Feral. Ganz ehrlich, in den gelben Lootsäcken ist besserer Loot drin wie in den blauen. Dabei sind die blauen eigentlich die hochwertigeren. Oder sollten zumindest die hochwertigeren sein. So. 5000, kein Thema. Okay. Nebenbei das hier lesen. Sturmgewehre gekauft. Erntewerkzeuge. Das ist krass, wie viele Erntewerkzeuge wir bekommen. 38 von 100. Und Samen sind wir ja durch mit den Büchern. Also das erste, was wir fertig hatten, waren die Samen. Und das hier noch. Okay. Es liegt halt, wir haben das halt auch hochgeskillt ohne Ende. Je mehr du da reinskillst, glaube ich, desto mehr Bücher kommen noch zusätzlich. Das ist halt unser Bergbauskill, wo wir das bekommen, die Erntewerkzeuge. Und unser Bergbauskill ist halt hoch. Sehr hoch. Ja. Oh, Griffmord, die ist gut. Haben wir noch Platz in unserem Bett? Nee, bei Stufe 3 haben wir nur 2 Modifikationen. Die Griffmord reduziert die Ausdauer, das ist ganz nett. Guck mal, hier ist unsere Tasche. Ah, 3er Knüppel können wir verkaufen, brauchen wir nicht. Okay, Fallen. Handwerksfertigkeiten, Schockstab. Waffen. Knüppel. Mal zerlegen. Kettenmod haben wir schon. Gute Frage. Hier geht's dann raus, oder? Ja. Ja. Na guck mal, du hättest. Theoretisch hätten wir auch gleich das Ding hier aufbrechen können. Das kann nicht so viel Leben haben. Wenn man es weiß. Oh, nett. Wenn man es weiß, kann man es natürlich gleich aufbrechen. Ah, ein Geldautomat. Ich bin enttäuscht, Freunde. Ich bin. Auch hier hätten wir das nicht durch. Ich meine, das sind 10.000, aber das kriegst du auch durch. Nur ein Geldautomat, bin enttäuscht. Einer! Einer ist keiner. So, wir fahren zurück zum Händler. Geben jetzt die normale Quest ab. Stufe 4 Quest werden wir erst morgen kriegen, aber hey. Dann bei Chain. Haben wir den gelootet? No. Nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Bücher. Definitiv ein paar Bücher. Handwerksfertigkeiten. 35 auch schon. Boah, die können wir schon. Es regnet. Aber ich muss sagen, seitdem ich die Grafik ein bisschen umgestellt habe und ein bisschen was angepasst habe, ist Spiel, also zumindest schmiert mein Encoder nicht mehr ab. Auch wenn wir uns in der Stadt bewegen. Da hatten wir ja vorher ein bisschen Probleme. Das geht jetzt soweit. Bin zufrieden im Moment. Das Marketing. Erst in Gas. Wo ich nicht zufrieden bin, bis zum Minibike wird nur eine ganze Ewigkeit dauern übrigens, weil wir einfach keine Autobücher kriegen. Hier muss verrecken. Wir sind bei 10 von 100 und wir brauchen irgendwie 20 fürs Minibike. Wir haben gerade mal genug fürs Fahrrad im Grunde genommen. Aber wir können da auch nichts irgendwie reinskillen, oder? Das einzige wäre halt Mechaniker, aber das können wir nicht mal skillen. Intelligenzstufe 2, vielleicht sollen wir Mechaniker skillen.
Aber hier steht ja nicht dabei, deine Leidenschaft zu tüfteln und nicht ständig zu Fuß zu gehen, hat dich auf den Pfad des Fahrradmechanikers geführt. Räder und Fahrradteile zu fertigen kosten 33% weniger, aber Reparaturkits sind bei Fahrzeugen 10% effektiver. Taschenmotorteile, da sollten wir vielleicht sogar hin. Aber hier, lerne aus dem Schrott im Ödland Fahrzeuge noch günstiger zu bauen. Fahrzeuge können auch ohne diese Eigenschaft zusammengesetzt werden. Da steht ja nichts dabei, dass wir Bücher droppen, aber ich glaube, es ist trotzdem so, dass wir Bücher droppen. Würde es irgendwo Sinn ergeben für mich? Stahlspeer, Wasserreinigungsmod, Knarrschnack. Wasserreinigungsmod ist auch geil, weil du kannst, also ermöglicht das den sicheren Konsum von trübem Wasser. Also wir können das einfach saufen. Aber wir müssen das in den Helm reinbauen und im Helm haben wir momentan halt unsere Lichtmod drin. Also das ist geil, die Knarre ist auch geil. Blockschaden 65, Blockschaden 81. Shit. Ja, wobei, die können wir auch so finden und bauen. Die können wir aber auch so finden und bald bauen. Wie viel? Ganz kurz. Wie viel? Okay. Komm, einfach, weil es Sinn macht. Okay. Verkaufen. Dreimal Silberklumpen, 150. Das ist echt wenig. 2000, danke. 104. Will er nicht kaufen? Okay, hat er genug. Das hier. Kette behalten wir mal, auch wenn wir es so zu Hause haben. I know. 3700 haben wir gemacht. Schön. Hast du irgendwas, was wir bräuchten? Ja. Hast du. That's right. Den kaufen wir. Weil wir da noch lange nicht hinkommen werden. Befallene Beseitigung in 400 Meter. Ich habe meine Tubes nicht dabei, oder? 20 Uhr, Tag 7 gibt es neuen Loot. Kaufen wir den Zementmischer? Arbeitsstation. Guck mal, wir brauchen mit 15 kriegen wir erst Dietriche, den Blasebalg, den Amboss freigeschalten. Danach mit 30 kriegen wir den Zementmischer. Wir können den für 7500 kaufen. Wir haben Tubes ohne Ende. Wir haben keine 20.000 grob geschätzt von den Dingern. Okay, wir kaufen uns den Zementmischer. Ich muss, glaube ich, nochmal den Händler durchgucken. Wieso ist mir denn nicht aufgefallen? Der hat doch jetzt erst neuen Loot. Oh Gott. Entschuldigung. Da wäre ich nie drauf gekommen, was ich gerade gemacht habe, oder? Hätte ich es nicht gesagt, dass ich niesen muss. Okay. Ja, okay, wir haben 17. Okay, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wir haben 17.000. Wir haben zwei Stufe 4. Ach, guck mal, das hier können wir auch noch verkaufen. Das. Das mache ich nicht so, ich Idiot. Und wir können halt jetzt das trübe Wasser trinken. Wir müssen das nicht mehr abkochen. Ist ein kleiner Vorteil, wir können es auch abkochen. Ist aber der kleine Vorteil, dass wir jetzt einfach das trübe Wasser in uns reinschütten können. Dann, wenn wir das in den Helm reingebaut haben, um Gottes Willen nicht vorher. Wir sparen uns halt das Zeug abzukochen. Aber ja, was wert, komm. Ist egal. Und den Zementmischer will ich jetzt noch. Ist die Frage, neue Aufgabe, ich würde direkt eine Stufe 4er Quest machen wollen an Tag 7. Wir machen da direkt die Quest, ich drücke auch ein F übrigens, ich habe so viel Scum wieder gespielt. So, ganz kurz. Okay, nein. Nee. Wieso hast du neuen Loot? Battery Bank. Ganz ehrlich, das dauert eine halbe Ewigkeit, bis wir die kriegen. 1200 nur. Okay, erstmal der Zementbusch ist gekauft. Schalter haben wir genug. Battery Bank ist gekauft. Ganz ehrlich, allein die Herstellung kostet mir mehr. Wir haben halt unendlich von den Tukes. Was will ich machen? Speer. Berglöwe. Der Rest hat er von mir bekommen. Amboss Klauenhammer. Können wir aber selber, glaube ich, mittlerweile herstellen. Modifikation. Laser. Zum Aktivieren F drücken. F gedrückt halten, um mehr Gegenstände zu aktivieren.
Hilft schnell beim Zielen und erhöht die Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte. Ein beliebiger Feuerwaffe oder Armbrust installieren. Kommt Tausender. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. Die Munition. Pistole, Eisvorschlaghammer. Eisvorschlaghammer Stufe 5. Und Munition. Aber Munition haben wir genug. Okay, wir waren einkaufen. Shopping. Mal ein Licht an. 20.49 Uhr. Wir machen jetzt den Rest Basisbau. Auch in der Folge werden wir ein kleines bisschen. Der Rest ist jetzt Basisbau. Tag 7. Dann kommt die Horde. Das heißt, das ist das letzte Mal, dass wir jetzt Basisbau machen werden. Und ich möchte nur Strom im Idealfall hier irgendwie reinziehen. Was wir auch machen werden, ist nämlich hier abbauen. Denn das Zeug ist fertig. Und wir haben den Zementmischer jetzt bereits. Das heißt, wir können Zement herstellen. Nett. Sehr nett. Bau die mal ab. Die werden wir auch gleich verwenden. Und eine Battery Bank. Nett. Ich würde sagen, es läuft bei uns, oder? Ganz gut, zumindest. Samen haben wir auch wieder ein bisschen was bekommen. Von Landleben haben wir Stufe 3 geskillt. Wir müssen auf jeden Fall... Ja, zwei Wasser. Aber jetzt kommst du mit. Du kommst auch aufs Dach. Wir müssen auf der anderen Seite dann noch bauen, weil ich die Beete jetzt gleich hochsetzen wollen würde. Okay, du kommst dahin. Aber wenn du voll wärst gerade. Drei Wasser, sehr nice. Verändern. Geil. Jetzt können wir mal das trübe Wasser trinken. Können wir euch... Guck mal, das geht. Ja, wir bauen das gleich auf die andere Seite. So, folgendes. Wir brauchen Nahrung. Sollte eigentlich kein großes Thema sein. Fleisch hätten wir. Was können wir eigentlich mittlerweile bauen? Brauen. Kochen. Kürbis. Kürbis. Ja, du brauchst jetzt immer Ei, das ist scheiße. Kürbis, Maismehl. Oh, Kürbisbrot. Kürbiskuchen, auch Ei. Okay, da, okay. Kochrezepte fehlen noch einige. Wildbret-Eintopf, ein Eintopf. Geil. Okay, das Sinnvollste ist, glaube ich, tatsächlich gerade Kürbisbrot. Kürbis und Maismehl. Kürbis, Maismehl, Wasser. Du brauchst halt hierfür auch normales Wasser. Deswegen ist es ganz geil, wenn wir das trübe Wasser trinken können. 9 Stück, 19 Minuten. Okay. Aber das müsste einiges an Nahrung wiederherstellen, oder? Oh. 9 Stück. Gut. Das hier rein, das da rein, das da rein. Okay, das hat ja nicht funktioniert. Irgendwie, ich glaube, seitdem wir die Tür eingebaut haben, funktioniert das hier nicht mehr. Ich glaube, das ist das Problem, dass wir hier nicht mehr weiterkommen. Wir hätten das oben nicht abschließen dürfen. Wir reißen die jetzt hier raus. Das ist nur im Anbau. Wir kriegen die Samen wieder, das ist kein großes Problem. Mal abgesehen davon, selbst wenn nicht, wir haben genug davon. Also wir werden das Zeug jetzt hier erstmal wieder abreißen. Da haben wir auch wieder Platz. Wir bräuchten weitere Räume. Ich würde jetzt aber erstmal die Falle versuchen, weiter aufzubauen. Bevor wir uns jetzt mit irgendwas anderem beschäftigen. Vor allem würde ich gerne nur noch Licht reinkriegen in das Ganze. Natürlich. Oh, da haben wir jetzt ordentlich gelitten. Ich würde sogar die Beete jetzt erstmal vernachlässigen, glaube ich. Okay. Wir haben... Das. Wir haben Steine. Wir haben Lehm. Wir haben Laster. Steine. 400. Wir haben 175 hiervon. Wir haben die zwei Eisengitter. Jetzt machen wir erstmal das. Habe ich die... Ja. Okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch... Minimalzeit haben wir noch in der Folge, ist zwar schon wieder zu lang, aber hey. So, das Teil hier. Und das müssen wir mittig platzieren, oder? Ich glaube, das muss mittig. Ging das nicht? Fortgeschritten? Nee, das ging nicht. Mittig. Wir hätten ein mittiges gebraucht. Oder? Wobei, wir können mal... Okay. Entweder so...
Ja, dann kriegen die aber unten durch. Ich würde es mal so platzieren wollen. Aber ich glaube, mittig wäre besser gewesen, weil sie dann nicht dagegen schlagen können. Ich glaube, das könnte noch ein Problem werden. Hier übrigens hätte man auch mal... Achso, hier könnte man auch noch so machen. Weil wir schießen da ja durch. Also wir können da ja trotzdem durchschießen. Oh, wir lassen es mal so. Man braucht es nicht. Wir brauchen es nicht. Was wir allerdings hingegen brauchen, wäre ein Aufgang. Darüber. Aber hey. Und die Beete. Weiß man das hier. Das hier ist eigentlich ganz gut verstärkt. Das hier auch. Das hier müssen wir auf jeden Fall anders da bauen. Das müssen wir bauen mit ihm hier. Copy. Schwarz. Dann brauchen wir den Block. Aber wir brauchen auch den Block. So, das hier. Dann brauchen wir das hier. Wir machen das über Copy. Also R gedrückt halten und dann kannst du das Ding kopieren. So, das hier. Dass sie von der Seite auch hier wunderschön hochkommen. So rum. Okay. Dann hier vorne machen wir das gleiche. Einmal kopieren. So, und jetzt müssen wir den oben drauf bauen. Ne, unten dran war es. Okay. Fortgeschritten rotieren. Bingo. Und somit hauen die erstmal hier dagegen, da dagegen, bevor die gegen das Gitter, glaube ich, hauen und hier dagegen hauen vor allem. Und dann könnte man theoretisch, nur fürs Protokoll, man könnte die Platten hier noch nehmen. Diese Steinplatten. Könnte die jetzt nochmal fortgeschritten. So, hier dran bauen. Die zählen dann als kompletter Block. Die Zombies können hier dann nochmal dagegen hauen. Also hier kann man die nochmal anbringen, dann hauen die hier auch nochmal dagegen und können sich dran austoben, wie sie möchten. Das geht auch. Aber jetzt machen wir erstmal hier wieder. So, unseren Gebietsschutzblock müssen wir natürlich auch noch umsetzen. Aber erstmal ist das hier wichtig. Vor allem, wir müssen das Ding hier auch noch irgendwie geiersicher kriegen, natürlich. Ich würde da auf jeden Fall einen kompletten Block jetzt erstmal bauen wollen. Das heißt, klar, hier geht's eh hoch. Hier ist die Tür. Wir brauchen noch Metalltüren. Brauchen wir gleich Metalltüren? Ja, oder? Wir brauchen gleich Metalltüren ein. Also da kommt eine Tür und so weiter. Hier, hier, hier. Jetzt die Frage, ob wir das Ding noch eins höher bauen. Ich würde es noch eins höher bauen. Allein, dass die Zombies nicht hochspringen können, muss das Ding recht hoch sein. Denn wir haben hier die die springen können. Und wir wollen nicht, dass die uns aufs Dach hüpfe. Oh, wir brauchen mehr Blöcke. Aber wir sind ja gerade dabei. Rezept, Rasterstein-Block, 64. Ich weiß gar nicht, ob es ein Fehler war. Genau, da kommt eine Tür rein. Oben bräuchten wir noch Eisengitter, damit wir dann die Geier, wenn Geier kommen, abschießen können. Aber wir bauen das eh nochmal um, dann die Zombie-Falle. Achso, ich wollte ja gleich eigentlich Elektro mit einbauen, ich hält. So, die hier wird eh zugemacht. Das hier können wir erstmal noch so lassen. Ich wollte noch Elektro gleich einbauen. Ja gut, Elektro machen wir in der nächsten Folge. Das schaffen wir in der Folge nicht mehr. Ich würde eh sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir noch einen Generator bauen. Werden hier irgendwo Scheinwerfer oben installieren, zumindest schon mal. Vielleicht einen Elektrozaun installieren, wenn wir es jetzt schon herstellen können. Müssen wir mal gucken. Aber ja, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Wir werden vielleicht ein bisschen in Tag 7 auch noch mit reinbauen. Vor allem mit dem Elektrozeug. Also nicht nur die Nacht, sondern auch mit reinbauen. Aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Ich glaube, es läuft sehr, sehr gut für uns. Auch auf dem Schwierigkeitsgrad Krieger. Wir werden die Menge der Zombies, die in der Blutmondnacht spawnen werden, nochmal nach oben jagen. Werden wir gemeinsam machen. Immer wenn ich was ändere, mache ich das gemeinsam am Anfang der Folge mit euch. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Gerne natürlich ein Gefällt mir, Lars, für die Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.